Jasper, welche Ernährungstipps hast du, um gegen Migräne vorzugehen, gegen Kopfschmerzen? Ich möchte da gleich noch eine witzige Anekdote erzählen, aber erstmal vielleicht den Ernährungspart. Ich glaube, es gibt so ein paar allgemeine Tipps, die aber auch schon einige kennen. Also das Wichtigste, viel trinken. Die meisten, die Kopfschmerzen kriegen, haben einfach zu wenig getrunken. Die sitzen irgendwann abends da und merken, Mensch, ich hatte ein halbes Glas Wasser oder nur Kaffee getrunken oder so. Ich hatte einfach noch gar nicht genug Flüssigkeit. Und gerade Kaffee kann ja auch, wenn man auf einmal mehr trinkt oder sonst keinen trinkt, eben entwässernd wirken. Also guckt, dass ihr wirklich genug Wasser oder Tees einfach trinkt und genug getrunken habt. Wenn das abgedeckt ist, trotzdem Kopfschmerzen da sind, dann guckt, dass vielleicht genug Elektrolyte da sind, also die ganzen Mineralstoffe, Vitamine. Gerade Magnesium könnte man zum Beispiel mal zusätzlich nehmen, einfach als Supplement, um einfach zu gucken, dass die Speicher voll sind und dadurch keine Kopfschmerzen entstehen. Wenn das abgedeckt ist, dann habe ich da leider auch keine Wunder oder Geheimwaffen mehr, wie man die Kopfschmerzen wegbekommt. Ich hatte selbst mal Kopfschmerzen und habe bei Instagram einfach in der Story-Umfrage gefragt, welche Tipps habt ihr denn noch, vielleicht Haushaltsmittelchen, muss ja nicht nur Ernährung sein, was man machen kann, um die Kopfschmerzen loszuwerden. Und auf diesen Fragensticker kam ganz oft auch die Antwort, viel trinken, Zitronenwasser trinken und so weiter. Und die restliche Hälfte der Antworten waren, man sollte einen Orgasmus haben oder Sex haben, das hilft wohl, die Kopfschmerzen zu lindern. Ob es hilft oder nicht, müsst ihr selbst ausprobieren, aber ich glaube, es kann nicht schaden.